Martin Smolinski, gerade zurück aus England vom Grand Prix Challenge. Am 19. September 2009 beim Finale zur deutschen Meisterschaft im Landshuter Stadion Ellermühle bei der Fahrervorstellung. Während Smolly den Bahnbelag prüfte, hörten die 3500 Zuschauer über die Lautsprecher den vierfachen Sandbahnweltmeister Robert Barth, wie er sich für die neuen Airfences einsetzt. Den ersten Lauf gewann der bis dahin noch amtierende deutsche Meister Kevin Wölbert vor Max Pilger. Im zweiten Lauf übernahm Martin Smolinski gleich das Kommando. Doch in der zweiten Kurve kam Roberto Haupt wegen Matthias Schulz zu Sturz. Dank der Airfences passierte Roberto nichts. Zum Wiederholungslauf wurde der Sturzverursacher Schulz nicht mehr zugelassen. Hier Roberto Haupt auf dem Weg zurück ins Fahrerlager. Riran. Martin Smolinski übernahm wieder die Führung. Und er gewann unangefochten vor Steffen Mell und Roberto Haupt diesen Lauf. Wenn man bedenkt, dass er gerade erst 2 Stunden im Stadion war und kein Training absolviert hatte, war das schon eine beeindruckende Vorstellung im ersten Lauf. Im dritten Lauf zeigte der frisch gebackene deutsche Juniorenmeister Frank Facher ein spannendes Rennen. Stefan Katt und Richard Speiser kamen gut weg. Doch von außen schoss Frank Facher nach vorne und lieferte sich mit Stefan Katt einen harten Kampf. Und Facher gewann vor Katt und Speiser. Erik Kudel wurde Vierter. Zu diesem Zeitpunkt wussten die vielen Zuschauer schon, dass dieses Finale wirklich einen Besuch wert war. Der vierte Lauf war eine klare Sache für Christian Hedenberg. Er gewann vor Tobias Busch und Matthias Barz. Dennis Helfer blieb nur der vierte Platz. Im fünften Lauf trafen dann die drei Favoriten Hefenbrock, Wölbert und Smolinski aufeinander. Christian Hefenbrock setzte sich gleich an die Spitze des Feldes und er gewann souverän vor Martin Smolinski und Kevin Wölbert. Erik Kudel wurde wiederum nur Vierter. Viele Fans glaubten, dass dieser Lauf schon die Vorentscheidung gewesen ist. Denn der Hefe hatte nun 2 Laufsiege und der Smolly bis dahin nur einen. Doch ein Smolinski fühlt sich nicht so schnell geschlagen, wie er im 10. Lauf des Abends zeigte. Er gewann vor Max Dilger und Frank Facher.
Doch immer noch führte mit 9 Punkten Hesenbrock vor Smolinski mit 8 und Wölbert mit 7 Zählern. Ziemlich turbulent ging es im 14. Lauf zu. Hesenbrock stürzte gleich nach dem Start, blieb aber dank der Air Fences unverletzt. Der Schiedsrichter ließ alle vier Fahrer zum Rerun an den Start gehen. Max Tilger, Roberto Raub und Richard Speiser zeigten ein spannendes Rennen. Und Christian Hesenbrock brachte mit seiner spektakulären Aufholjagd die Zuschauer in Stimmung. Die Bilder sprechen für sich. Ende der dritten Runde, Hesenbrock geht innen am Tilger vorbei. Zieleinlauf, Hesenbrock, Tilger, Roberto Haupt wird drittplatziert. Im Rennen Nummer 15 war der Smolly wieder mit dabei. Nach dem Start auf der Auswahn in Führung mit dem gelben Helm dazu. Und die Führung ließe sich auch nicht mehr nehmen. Auf dem zweiten Platz mit rotem Helmüberzug liegt Tobias Busch. Drittplatzierter mit weißem Helm ist Stefan Papp. Und auf dem letzten Platz Hans-Jörg Müller. Vor dem letzten Durchgang hatte Hesenbrock 12 und Smolinski 11 Punkte. Im 19. Lauf hier hätte Hesenbrock mit einem Sieg den deutschen Meistertitel für sich entscheiden können. Doch nach einem von ihm verursachten Rennabbruch mit Motorradwechsel erlaubte ihm der Schiedsrichter erneut an den Start zu gehen. Die Zuschauer waren damit nicht ganz einverstanden. Denn als beim Rerun Hans-Gerd Müller in der ersten Kurve stürzte und dafür disqualifiziert wurde, gab es Pfiffe für den Schiedsrichter. Profitiert von dem Abbruch hat die wiederum Christian Hesenbrock. Denn auf der Zielgeraden riss die Antriebskette seiner Maschine und traf ihn am Oberkörper. Als dann der 19. Lauf zum dritten Mal gestartet wurde, übernahm Hesenbrock sogleich die Führung. Doch der frisch gebackene Juniorenmeister Frank Facher sorgte für Jubel bei den Fans, als er die Führung übernahm und den Lauf gewann. Hesenbrock auf Platz 2. Wir hätten das geglaubt zu diesem Zeitpunkt. Die Spannung wuchs von Minute zu Minute. Das Stadion Ellermühle verwandelte sich in einen Hexenkessel, wie die Presse später berichtet. Facher vor Hesenbrock.
Dann der Start zum 20. und letzten Lauf des Abends. Martin Smolinski ging gleich in Führung. Hinter ihm kämpften Richard Speiser und Matthias Bartz um Platz 2. Smolinski fuhr unangefochten seinem Sieg entgegen. Und die Zuschauer rechneten in ihren Programmen die Punkte zusammen und kamen zu dem Ergebnis, dass Hevenbrock und Smolinski jetzt je 14 Zähler auf ihrem Konto hatten und freuten sich schon auf ein Stechen. Der Zieleinlauf lautete Smolinski, Bartz, Speiser und Helfer. Doch in der Aufregung des Gefechts glaubte der Martin, dass er schon deutscher Meister sei und drehte zur Freude der Zuschauer einige Runden. Und es verging einige Zeit, bis er merkte, dass er ja noch ein Stechen gegen Hevenbrock fahren musste. Ja, da kommt er nochmal vorbei. Der Mann ist... Und auf Platz 4 haben wir dann die Startnummer 4, Marcel Hevenbrock. Und wie gesagt, 2009, und da wird der Martin dann mit der Meister, der sich jetzt schon sein Pulver verschossen hat, der feiert ja hier schon seinen Erfolg, zumindest wissen Sie, wie sich die Zeit hoch. Aber er wird ja sagen, noch war die Meisterschaft nicht entschieden. Auch wenn der Smolli das zu diesem Zeitpunkt glaubte. Dann der Start zum alles entscheidenden Stechen. Doch als Smolli als erster vom Start wegkam, wurde abgebrochen. Kein korrekter Start, entschied Schiedsrichter Christian Froschau. Der zweite Start des Stechens. Hier übernahm Christian Hevenbrock die Führung. Unglaublichen Kampfgeist und auch maximales Können zeigte hier Martin Smolinski dem begeisterten Publikum. Das war ein erbitterter Zweikampf, wie man ihn schon lange nicht mehr gesehen hatte. Das Ergebnis war gerecht. Der Bessere siegte und wurde deutscher Meister 2009. Und er hieß Martin Smolinski. Kaum ein anderer Fahrer kann sich über Erfolge so freuen wie der sympathische Bayer aus Olten. Er fuhr sich schon lange in die Herzen der Zuschauer. Und die nennen ihn liebevoll Smolli. 2009 war er bester deutscher Fahrer. Er qualifizierte sich für Challenge in Coventry, wo er Achter wurde und somit seit 15 Jahren wieder ein Deutscher als Stand-by-Fahrer auf einen eventuellen Start in der Grand Prix-Serie 2010 hoffen kann.
Seine Beliebtheit kennt keine Grenzen. So wurde er 2009 zu Rennen nach Amerika und Russland eingeladen, wo er sich ganz beachtlich schlug. Weitere Erläuterungen für die folgenden Bilder sind überflüssig. Ich hab's ihm gesagt, wenn er nicht den Ball hat, bin ich sauer. Platz 2 nach einem Entscheidungslauf 14 Minuten die Nummer 13 Christian Hefelrohr. Meisterschaft. Zunächst die Bronzemedaille an den Drittplatzierten, an Frenkie Facher. Bravo! Die Silbermedaille geht an den Zweitplatzierten, Christian Hefenbrock. Bravo! Und die Goldmedaille geht an den neuen deutschen Meister 2009, Martin Smolinski. Herzlichen Glückwunsch den drei Erstplatzierten bei dieser Veranstaltung Deutsche Meisterschaft 2009. Und logischerweise, liebe Zuschauer, zu Ehren des Siegers des deutschen Meisters Martin Smolinski die deutsche Nationalhymne.
Frankie, was machst du? Aber das war kein schöner Jubel. Nein, 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 nein. Warte mal, warte. Lass, du gibst mir den Zettel beim Hochzeitsfoto. Ja, jetzt einen gescheiten Jubel. Martin, toller Erfolg, Martin, schon zweimal herzlichen Glückwunsch für diese tolle Sache. Ein paar Worte an deine Fans, Martin. Ich sage jetzt erstmal, die Fans, die haben mir speziell in den letzten Jahren die Kraft gegeben, von Österreich vorbeizufahren. Die haben mir gezeigt, die haben mir gezeigt, ihr glaubt an mich, und ich habe an euch geglaubt. Ich war gestern 8. im WM-Challenge, die im Moment, ich bin unter den 20 Besten der Welt, es gibt sehr viele Norddeutsche, muss ich wirklich mal ankreiden, die was gegen mich drängen, ich habe nur Glück gehabt. Ich finde es einfach schade, wir sollten doch in Deutschland alle zusammenhalten, wenn wir doch nur einen deutschen Mann da vorne haben, dass wir alle in einen Strand ziehen und nicht so Leute wirklich auf Deutschland, die einfach dumm daherreden. Und ich habe solche Ansprüche, ich gestern bist du aber schlecht gefahren, aber so ein Kollege, wenn du nochmal sagst, dann fahrst du dann einfach eine. Das muss ich einfach mal sagen, ich bin jetzt ein sehr direkter Mensch, aber wie soll ich sagen, ich arbeite sehr hart. Der Sport in Deutschland ist im Moment nicht so wie in Polen, Schweden, sonst irgendwo. Wenn ich aber euch hier sehe, dann holen wir die beiden ein, die ganzen Leute, und zeigen, wo es lang geht im Spiel der Sport. Danke. Dankeschön.